Nein, das gibt's doch nicht. Ich wollte hier gerade starten, du blöder Sandlöwe. Wo kommst du überhaupt her? Und ist das jetzt eine Heldenherausforderung, Sandlöwe? Nein, ist er nicht. Boah, Gott sei Dank. Gut, fein, ey. Immer diese Störungen, ne? Hier. Ja, immer diese Störungen. Dabei wollte ich gerade sagen, joho, ich bin's wieder, der Unwein, und ihr seid hier mit mir, um eine verlorene Stadt unterm Sand zu finden. Ne? Also, unterm Sand, hat das mal jemand gesehen? Also, ich meine, wir werden das hoffentlich mal sehen. Ja, jetzt stecken wir erstmal die Dinger weg. Also hier, die... genau. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, ja. Diese tollen Klingen, die ich da bekommen habe, als sie mich gesteinigt und gewässert und befeuert haben. Ja, so war das. Wo sollen wir jetzt hin? Und wenn ich glaube, irgendwo im Süden. Aber weißt du, wenn wir hier sind? Haha, guck mal. Hier ist ganz schön leer. Also, hier ist ganz schön leer. In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier entlang gekommen sind, ist das ganz schön leer. Ha. Ich würde sagen, wir holen uns das Panorama hier noch. Hm? Was hältst du davon? Ich halte da viel von. Guck mal, mit dem Hasi. Oder dem Böckchen in deinem Falle. Lass das mal da. Oh, verdammt. Da kommen wir gar nicht hoch. Nicht hier, Udwein. Vielleicht hier. Das sieht gut aus. So. Ja, da sind wir doch. Guck mal an. Und jetzt können wir gucken. Offen? Geht das? Wer auch immer da jetzt auf mich geschossen hat, der lasse das sein. Bin beschäftigt. Hier. Gucken. Schau mal an, Udwein. Da hätten wir ja gar nicht gestern uns einen Aussichtspunkt suchen müssen, der so gefährlich war. Das Panorama hat uns hier den Ort auch gezeigt. Na gut, ich würde sagen, einmal querfeldein nach Süden. Hm? Wir schauen, was wir mitnehmen können auf dem Weg. Ich sehe schon, da ist Lein. An Lein kann ich so schlecht vorbeigehen. Ich bin so ein kleines Leinschwein. Trüffel. Leinschwein? Hm. Ach ja. Sandlöwen, ne? Mhm. Ist echt. Sind Sandlöwen in der Wüste? Ist es wie mit irgendwelchen komischen Fleischfliegen überall in Kryta? Guck mal, wir nehmen da Holz mit. Holz hier, Holz. Da. Okay, und weiter geht's. What's that? Hier können wir nur mit dem Rochen drüber. Nee, nicht mit dem. Mit dem Rochen. Oh, Treibsand. Guck mal, wie cool. Aber die Animation ist ein bisschen irreführend, ne? Wenn man hier drin ist, dann stirbt man einfach nur. Man wird gar nicht abgetrieben. Wenn man abgetrieben würde, wie das hier bei dem Veteranen-Sandhai so aussieht, aber nicht der Fall ist, wäre das cool. Aber nö. Dann könnte man den Treibsand fast taktisch nutzen, oder? So, schauen wir mal hier noch vorbei. So, wunderbar. Oh, guck mal übrigens, was hier steht. Udwein. Hier steht mal wieder so eine Riesenstatue, wie es sie in Guild Wars 1 schon gab. In Guild Wars 1, weiß ich noch, gab es in der Wüste eine Statue. Und die stand. Und wenn man sich ihr näherte und eine bestimmte Quest spielte, dann sah man, wie sie umfiel. Und eine Brücke bildete. Man musste das nämlich machen. Guck mal, da ist noch ein Kontaktpunkt von Taimi. Aber ich gehe davon aus, dass sie genau das Gleiche sagt, wie hier an dem Kontaktpunkt. Oder? Oder? Hm, wir könnten auf jeden Fall, bevor wir dahin gehen, noch ein paar Sachen mitnehmen. Und zwar zwei Sehenswürdigkeiten. Ich höre mir einfach mal an, was hier an diesem Kontaktpunkt... Ja. Was wir hier haben. Ach, guck mal, wir haben vor allen Dingen einen Skrit.
Skrit hat genug von Boss. Ach, toll. Außer bringt Skrit nicht dazu, zu Boss zu gehen. Na toll, bin ich wieder komplett runtergefallen. Wieso das denn? Oh Mann. So. Boss, kommt dir jetzt mal dahin, du. Boss! Ich brauche Hilfe! Ja. Zack! Ja. Schnell! Tot machen! Huch! Der hat gerade gar keinen Schaden genommen. Was ist mit dem kaputt? Volltreffer! Tötet sie! Ja. Außenseiter ist vielleicht hart, aber bringt Skrit nicht dazu, sich zu bewegen. Was zum Teufel! Oh mein Gott! Ich habe ihn da runtergeworfen! Boah, und mein... Wie brutal, bitte! Ja, was denn? Ich meine... Was geht mit dessen Leben? Ich meine... Mit Mut hat Mut, oder was? Aber ist doch gut geflogen, die... Also, wie heißt das noch? Aerodynamischen Flugeigenschaften von so einem Skrit sollte mal die Abtei vielleicht... Also, ich meine... Ich meine, wenn ich meinen Magister in der Abtei davon berichte, also ich meine, vielleicht könnte man die als Schwalben oder so, ich meine, wenn sie so gut fliegen. Was zum Teufel? Und Wein, auf was für... Jo, da fragt man sich, was geht in deinem Leben, Kamerad? Timmy, hört ihr mich? Da seid ihr ja. Ich hatte schon befürchtet, ihr hättet mich vergessen. Und, wie war's bei den Gackern? Hat Ridlock sich benommen? Ah, das hatten wir schon. Timmy! Götter im Übrigen in der ich lass mal meine Stimme Dorn da, ja. War das einzige göttliche Wesen, das wir antrafen. Und jetzt ist auch sie fort. Bei ihrem Weggang hat sie uns so in etwa gesagt, wir seien gegen Balthasar auf uns selbst gestellt. Autsch! Und wie hat Kes das aufgenommen? Ich kann ja besser, noch als mal man so ein erwarten paar würde. Kormir sagte uns, wir müssten die Antworten alleine finden. Also werden wir genau das tun. Wir haben uns aufgeteilt um die Wüste nach etwas. Hallo? Egal, was zu durchforsten, das uns gegen Balthasar helfen kann. Stehen bleiben! Ich sehe da irgendwie nicht das Wort Plan. Höchstens ein P auf Stein gekritzelt mit rosa Kreide. Vielleicht sollte man von einem Genie was Besseres erwarten. Oh, Moment, habe ich ja gerade. Was meint ihr, Genie? Wie schnell sind die denn bitte? Gebt mir eine Minute. Inspiration braucht ihre Zeit, wisst ihr? Hier geblieben! Ah, ich weiß. Ah. Wie geht's, Aurin? Mein Problem? Aurin ist ruhelos, sagt Case. Sie übt dauernd das Fliegen. Abflug und Landung fallen ihr noch schwer, aber... Sie wird allmählich richtig gut dabei. Wisst ihr, kurze Höhenflüge quer durch die Eikammer. Aber es ist kein Spiel, es sind keine Spaßflüge. Case sagt, es sei mehr der Flug eines Funkenschwärmers, der versucht, aus dem Tötungsglas aufzubrechen. Dann beruhigt sie. Und lasst sie nicht alleine auf Erkundungstour. Hat uns gerade noch gefehlt, dass wir nicht wissen, wo sie steckt. Nein, das ist notiert. Ich leite das auch an Cave weiter. Wir tun, was wir können. Und ärgert Cave nicht. Wie war das? Bricht zusammen. Nichts versprechen. Definiert ärgern. Die Zeit ist um. Hoffentlich sprengt uns Boss nicht alle in die Luft. Wow, guck mal, wie groß der ist, der Veteran-Skrit. Wow! Ich habe jetzt der Kommunikation zwischen Timmy und Utwan nicht wirklich gefolgt, denn, ja, das hatten wir ja schon mal. Aber was zum Henker? Der war ganz schön zäh. Das ist schon mal Nummer 1. Nummer 2. Skrit hat riesengroß, aber er war auch ein Veteran. Außenseiter bringt Skrit nicht dazu, zu Boss zu gehen. Doch, ich schmeiß dich jetzt gleich wieder hier runter, pass auf. Außenseiter ist vielleicht hart, aber bringt Skrit nicht dazu, sich zu bewegen. Ui! Der nächste auch. Nein! Außenseiter bringt Skrit nicht dazu, zurückzugehen. Okay, Utwan. Wenn wir das gemacht haben. Hart ist nicht stärker als Stuhl. Doof Gesicht. Tut mir echt leid. Aber das ist. Ihr seid gemein.
Das ist echt mega brutal. Oh, wow. Und jetzt? Ich meine, ich hab sie doch alle, oder nicht? Die rennt jetzt hier runter. Und dann? Oh, Tatsache, guckt euch die Veteranen-Skrits an. Was für Monster. Also ich meine, große Kerle. Gut, Boss. Unsere Arbeiter sind zurück, aber sie sind alles andere als zufrieden. Sie sagen, die Arbeit wäre nicht sicher. Schätze, sie fliegen wohl nicht gerne in die Luft. Arbeiter haben recht. Arbeiter, die in die Luft fliegen, sind nicht gut. Gut, ich lasse einen Arbeiter die Bomben prüfen. Sie vielleicht kleiner machen. Dann sollte die Arbeit sicherer sein. Gut? Vielleicht, ja. Wir probieren euren neuen Weg aus. Gut, in Ordnung. Gutes Gespräch, ja? Oh, wie süß. Gutes Gespräch. Oh mein Gott. Wow, guckt euch die Größe an. Aber war lustig, wie alles in die Luft flog. Wie geil. Boss, Takraka. Danke, dass ihr die Mannschaft zurückgehabt habt. Je weiter sich Skrit verteilen, desto schwieriger ist es für Skrit zu denken. Dann streiten wir und die Arbeit ruht. Es ist viel besser, wenn Skrit alle zusammen sind. Ja, ich hab davon schon gehört. Ich glaube, Provinz Metrika war das. Da hat die Inquestur an euch geforscht, ne? Ja. Ihr seid irgendwie schlauer, wenn ihr zusammen seid oder so. Ah, und in eurer Skritburg, da war ich auch schon. Aber was macht ihr eigentlich? Der Trupp gräbt diese riesigen Statuen aus Glänzigen aus. Wir verkaufen sie für kleineres Glänziges. Sehr schlaue Idee, ja? Und wie seid ihr hergekommen? Wir haben uns alle auf großen Handelsschiff versteckt, aber ist gesunken. Die von uns, die überleben, wurden im Süden angespült. Wir suchten nach Ort zum Leben und fanden stattdessen Glänziges. Auch gut. Ja, das stimmt wohl. Oder mal weitermachen, wenn ihr mich wieder braucht. Die Kleinen zu werfen war ganz lustig. Ja, doch. Tschüss. Oh mein Gott. Die sind ja geil. Aber der Veteran ist viel kleiner. Oh, na. Nicht daran stüffeln, das macht man nicht. Was? Auch nicht mich oder so. Zuerst warte mal. Da ist doch was. Oh. Ah, der Jochen. Der Jochen muss raus. Ah, Sandsuhlen-Rückzugsort. Genau, wir müssen hier mal lieber schnell weg. Ja, ich wusste es doch. Oh, Skarabäen. Ließen die nicht irgendwas Cooles fallen? Nee. Glubsch-Glubber-Batzen. Ja, außerdem stinkt's, ne? Und wenn man die tötet, das stinkt. Gut, dann folgen wir jetzt mal unserer Story hier. Oh. Verdient 10 Heldenpunkte? Das habe ich nicht gemacht. Welchen haben wir denn gemacht? Ach, den da hatten wir gemacht. Stimmt. Nein, und wenn, das machst du später. Vielleicht, wenn du wieder rauskommst. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und suchen die versunkene Stadt. Wie hieß die noch? Shibu? Shibo? Irgendwas. Wie können wir den Geschmiedeten aus dem Weg gehen, wenn wir wieder unterwegs sind? Wir werden nach Osten müssen. Hoffentlich sind wir weit genug im Norden, um nicht auf Erweckte zu stoßen. Die Geschmiedeten haben uns zumindest am Leben gelassen. Seid ihr euch sicher, dass es besser ist, ein Aufeinandertreffen mit den Erweckten zu riskieren? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber der Fels der Weissagung wird uns zumindest mehr Deckung bieten als die offene Wüste. Außerdem müssen wir so oder so durch die Schicksalsschlucht, um nach Amnun zu kommen. Aha. Ritter, die Stadt heißt übrigens Kesho, sagt der Chat. Was ja nicht ganz so falsch. Kam drin vor und oh auch. Shibo. Kesho heißt das Ding. Ja, und was hat uns das jetzt hier gebracht, Utwein? Ja, wir müssen halt nochmal mit denen reden. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho? Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Was ist nur aus dem Abenteurer geworden, den wir letztes Jahr trafen? Hat er nicht nach irgendeiner verlorenen Stadt gesucht? Oh ja, stimmt. So war es.
Er schwor Stein und Beine, er habe eine legendäre, verschollene Stadt gefunden. Er bat uns mitzukommen und versprach uns einen Anteil am Schatz. Was ist aus ihm geworden? Au. Wo ist er hin? Seht ihr die Spalte da im Norden? Er wagte sich in die Höhlen darunter. Und seither haben wir ihn nicht wiedergesehen. Ist jemand mit ihm gegangen? Bei all den Gebrandmarkten in dem Gebiet? So dumm sind wir wohl kaum. Schade, dass der Abenteurer es wohl war. Was? Das ist ein Jahr her. Und ihr sitzt jetzt seit einem Jahr hier, oder was? Ja, euch ist auch nicht mehr zu helfen, oder? Oh, was ist das denn da? Ha, geschmiedeten Kanonade. Ne, ne, ne. Da habe ich gerade keine Zeit für. Ich muss jetzt hier runter. Wohin denn? Ah, die Spalte. Aha. Moment. Moment. Ich habe Linsen gefunden. Die sitzen da ein Jahr. Was ist wohl mit dem Wanderer passiert, den wir vor einem Jahr getroffen haben? Ach, er sagte, er hätte die Stadt Kesho gefunden. Ja, und er wollte uns einen Anteil geben. Ja, und dann ist er alleine darunter reingegangen. Ja, wir sind nicht mitgegangen und er ist auch nicht wieder rausgekommen. Ui. Wehe, der blöde Veteran Sandteil kommt auch noch dazu. Oh. Sammeln. Sammeln. Genau. Sehr schön. Jetzt können wir runter. Orichalkum muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Das Zeug hat sowieso keinen wirklichen Wert mehr. Ach, hier sind noch mehr Höhlenfledermäuse. Oh, hallo. Ich hoffe, der ist nicht hier direkt vorne versackt. Im Treibsand. Er versteht schon, ne? Woodwine? Sag mal, du gehörst doch zur Abtei Dummand, ne? Ja. Sag mal, warst du eigentlich schon mal in einer Vorlesung von Magister Lamberg? Ja, warum? Ich war in seiner Flachwitz-Vorlesung. Hast du gemerkt, ne? Ja, hab ich gemerkt. Ach, solche Macht. Ja, das ist ein feiner Kumpel. Allerdings muss ich sagen, die ist ein bisschen anstrengend, weißt du? Seine was? Seine Schülerin, die Rubinia. So, wieso ist die anstrengend? Erstens hat die mal einen Sprachfehler. Keine Ahnung, aber die ist als Kind bestimmt, irgendwo, also die hat was auf den Kopf gekriegt. Wahrscheinlich einen Apfel auf dem, also vom Baum, weil Holzapfel heißt die nämlich. Oh, außerdem ist sie so. Oh Mann. Die können sich für alles begeistern. Insbesondere für Bücher. Die hat ein besonderes Faible für eine ganz besondere Art von Romanen. Ich glaube, ich sollte der Abtei mal wieder einen Besuch abstatten. Also ich meine. Jetzt habe ich die Folio-Ausgabe von der Wind Clara und ich meine, vielleicht mag die Rubinia ja mit mir mal. Ich überdenke das mal. Man muss ja nicht über alles laut sagen, was man so Statuen denkt. Statuen von Vergessen. Und sie scheinen diese Grube zu bewachen. Ob das wohl der Ort ist? Um Gottes Willen, Notwein, bis wir da fast direkt reingekachelt. Ach, solche Macht. Komm, nimm dies hier. Kleine Höhlenfledermaus. So, das sind also Vergessene, ja? Komm, Purzel. Wir müssen noch mehr Fledermäuse hier wegmachen. Ich wollte mir das doch mal angucken. Ach, oh, guck dir das mal an. Oh, ja, tatsächlich. Erinnerst du dich daran, wo wir das letzte Mal solche merkwürdigen Zeichen gesehen haben? Genau solche? Nee, nicht genau solche, aber so Zeichen an der Wand. Ich glaube, das war in der Silberwüste. Weißt du noch, als wir auf der Suche nach dem Ei waren und Case, die mit dem Ei verschwunden war? Ach ja, ich erinnere mich. Die treulose Tomate. Ich hoffe, Timmy schenkt ihr ordentlich einen ein. Mhm. Oh, übrigens, guck mal da. Da hinten ist doch noch ein Durchgang. Ich glaube, wir sollten mal noch nicht da unten rein. Das sieht aus wie ein Loch. Oh Gott. Das sieht aus wie ein Loch, in dem einem Junundu ist, ne?
Hier sind der Habene. Guck mal. Ach, das ist ja der Beherrschungspunkt. Ich erinnere mich. Hallo, Archäologenhilfskraft. Hallo? Da ist noch eine Archäologin. Ach, das ist der Archäologe. Ha, diese Statuen ausgebeutelt. Goldenes Rätsel, weiß nicht weiter, nicht genug Hirn. Dann sollte er vielleicht mal zu seiner Chefin gehen, oder? So, ich habe ja das Rätsel schon gelöst. So goldig, so hell, ihr seid großhirnig, bringt Glänziges, lehrt Squid euer Geheimnis. Ja, ich habe eigentlich kein Geheimnis, aber danke fürs Kompliment. Eigentlich hat ja auch die Retter das schon gemacht und nicht ich. Aber ich kann hier nicht mehr dran rumfummeln. Ist halt schon vorbei. Genau, war das nicht hier so ein Rätsel, wo man die Artefakte drehen musste oder so? Und irgendwie, wenn man ein Artefakt drehte, drehte sich ein anderes mit oder zwei mit oder drei mit. Eins von diesen typischen Rätseln, über die man entweder direkt nachdenken muss oder man durch zufälliges Herausfinden und viel Glück einfach eine richtige Kombination hat. Ich mag solche, ja. Ja, dann mal auf in die Grube und so, ne? Ui. Der Weg nach vorne ist dunkel. Shit! Oh mein Gott. Und Wein, das ist beinahe schief gegangen. Hallo? Hallo, Kommandeur? Redet ihr mit mir? Euer Signal ist wirklich stark. Wie habt ihr das gemacht? Ich bin in eine tiefe Grube gesprungen. Gut gemacht. Ihr befindet euch wahrscheinlich genau auf einem Nexus von Leylinien. Hört zu, ich habe etwas gefunden. Eine verschollene Stadt namens Keshu. Sie liegt unter der Erde. Ich bräuchte also etwas Hilfe, um mich zurechtzufinden. Eine Stadt? Vergraben unter der Erde? Tatsächlich? Mist. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Beschreibt mir, was ihr seht. Alles, jedes Detail. Überall Sandverwehungen und Trümmer. Und Podeste wie die in Tahrir, auf denen Wachposten der Erhabenen schweben. Willst du noch mehr wissen? Okay, wir sollen uns das Ganze wohl erstmal angucken. Durchkämmen wir die Wüste. Nein, eigentlich Keshu. Uiuiui, ich hätte vielleicht den Gleitschirm aufmachen können. Glücklicherweise ist der Utwein bei dem Sturz nicht gestorben. Ach, guck mal ein Lager. Ach, guck mal ein Lager. Und liegt da jemand Totes? Ich habe einen glühenden Kristall gefunden. Und eine Leiche. Steckt ihn ein. Wenn er glüht, handelt es sich vielleicht um die Energiequelle. Irgendwo in der Nähe muss auch ein Kontrollfeld sein.